Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Mein Wutanfall ist vorüber, ich habe mich wieder beruhigt, hurra! Und ja, wir verlassen unsere Insel hier. Auf Nimmerwiedersehen, du Insel des Unglücks. Jawohl, wir haben ja alles verloren, ne? Ich glaube, meinen Schmutz habe ich verloren, bin ja mehrmals verreckt, zweimal, glaube ich. Und dann habe ich lauter Wut. Die Segel gehisst. Ja. Nur so, dass halt der Wind mir da nichts nützt. So. Das Floß ist halb ruiniert, Gott sei Dank. Wir sind gesättigt noch einigermaßen. Ich will nur schauen, wo muss ich hin. Gut wäre hier, aber ich glaube, wir werden... Gut wäre schon hier. Der Wind ist nur etwas ungünstig. Es könnte sein, dass wir paddeln müssen. Ha! Ne? Der hat echt mein Floß ruiniert, das Mistviech. Schau mal, mit seinem scheiß Steinwurf. Da fehlt schon eine Platte. Ich könnte dem Vogel könnte ich echt am liebsten... Ne? Alter. Fahr zur Hölle. Mistviech. So, ich werde, glaube ich, das Paddel auspacken, wenn ich noch eins habe. Ach nein, ich habe gar nichts mehr. Wer hätte das gedacht? Können wir unsere Ressourcen mal ein wenig aufbrauchen, ne? Also, ich nehme schon mal. Streng sind diesen Holzspeer hätte ich nicht gebraucht. Ich lasse ihn jetzt mal. Ich brauche meine Steinaxt, weil ich brauche Planken. Das heißt, ich muss unsere Bäumchen jetzt mal schlachten hier. So. So. Nanu, haut das nicht hin? Ist noch zu jung, der Baum? Ah, der ist noch zu jung, hoppala. Und du auch? Ah, der geht. Das dachte ich nämlich schon, hä? Warum geht das jetzt nicht? Vorführeffekt lädt's noch? Hallo? Was ist los? Na, alles gut. Ja. So, und wieder anpflanzen. So, auch gleich bewässern. Die brauchen halt nur ein bisschen. So, ich trinke mal einen Schluck auf meine Blödheit. So, Prost. Gut. Ja. Ist das jetzt noch immer unsere alte... Ja, wir bewegen uns keinen Meter, oder? Aber überhaupt keinen Meter. Ich versuche mal irgendwie per Glück hier an der Insel vorbeizukommen. Aber ich fürchte, das wird so jetzt gerade nichts. Schön. Ich muss Sachen bauen. Und zwar, ich habe ja alles verloren. Gott sei Dank. Ich werde vielleicht mal die Mango wegessen bei Gelegenheit. So, die Sämlinge tue ich mal kurz so hin, ja. Was habe ich denn? Nix. Ich brauche Planken, habe ich. Gut. Den Haken habe ich. Ich bräuchte dann mal eine Axt. Was habe ich denn jetzt noch an Metall übrig? Ah ja. Da sind sie ja. Auf Wiedersehen. So, ich brauche den Hammer. Ich muss basteln. Was habe ich hier noch alles? Die Seile nehme ich gleich mal mit. Die werde ich eh brauchen. Ja. Ich brauche einen Bolzen, brauche ich. Schrott habe ich gar keins. Brauche ich gar nicht basteln. Wenn mir Schrott fehlt, ne? Ich habe, glaube ich, gar keinen, ne? Ja, super. So muss das ausschauen. Scheiße. Stein hätte ich noch zuhauf, aber das bringt mir jetzt nichts. Eine Angel wäre super zu bauen. Damit kann ich auch nicht dienen. Mir fehlt die Planke. Ich muss mich schon selber auslachen. Ach, scheiße. So viel dazu. Ich lege mir was auf die Seite. Ein Schmarrn. Jo. Dieses Netz, wollte ich sagen, muss ich mir auch noch bauen. Unbedingt. So wie es aussieht, gibt es hier mittlerweile recht viele Viecher. Auch so eine Art Dodo haben wir ja letztes Mal gesehen. Oder ist es vielleicht sogar ein Dodo? Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht ist der Grund, warum wir keine Eier kriegen, der, dass wir zu wenig Abstand haben. Vielleicht reicht das schon hier, dass das zu wenig ist, weil ich gerade lese, ne? Vögel Abstand halten. Vielleicht ist das wirklich zu wenig hier, dass sie gar nicht in Ruhe brüten können. Vielleicht müsste ich da noch einen Stock höher bauen, ne? Da so quasi von hier zugänglich machen. Und hier vielleicht die Wand noch etwas nach hinten versetzen, damit sie wirklich Ruhe haben. Vielleicht. Aber ich meine, Federn haben sie ja schon mal hingelegt. Und das mit dem Dach habe ich auch schon probiert. Die wollen das nicht. Sehr mysteriös, weil ich dachte schon, nicht zum Brüten eventuell ihnen ein Dach zu sponsern. Aber das war ein kompletter Reinfall. Dann haben sie das Nest überhaupt nicht mehr benutzt. Jo, egal. Ich bräuchte doch was zu essen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja überhaupt gar nichts mehr eigentlich. Eine Runde Mitleid, bitte. Die Schaufel kann ich auch nicht basteln. Ich wollte mein Battle wollte ich basteln hier. Dass ich wenigstens mal vorwärts komme. Das geht sich noch aus. Ich glaube, ich träume. Ist denn das die Möglichkeit? Und dann essen wir die Mango weg. Nom nom nom. Für ein bisschen Obst. Hier eine Planke kann ich noch opfern. Der Eintopf ist fertig. Ich probiere es mal. Tatsächlich. Glück gehabt. Kann ich noch schnell Suppe essen. Ich habe leider keine Kartoffeln mehr dabei. Warte, ich hoffe, ich habe da hinten noch welche. Nein, ich glaube, die sind auch alle weg, ne? Ja, da haben die Möwen ja voll zugeschlagen. Super, ich habe gar nichts mehr. Ich freue mich. Ja. Alles weg. Mhm. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich mache mal die Truhe da hinten weg. Räuspere, räuspere. So, komm mal mit. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem drum? Ich könnte es vielleicht... hierher tun, oder? Ist das überhaupt richtig? Ja, so ist richtig. Ich tue sie auch hier hin. So. Weil gebaut haben wir sie schon. Was habe ich denn hier ab drin? Ach so. Ah, die Batterie habe ich hier reingeschmissen. Genau. Ja, okay. Da könnte ich eventuell eine Waffenkammer draus machen. Okay. Ja. Stimmt, ich war auch ganz enttäuscht, weil unser Schmutz ist ja... Wo ist die Insel? Wir haben uns bewegt. So viel ist schon mal sicher. Ich sehe auch die Insel überhaupt nicht mehr. Wir haben uns sehr viel bewegt sogar. Wow, bin ich gar nicht gewohnt. Da muss ich ja glatt einmal schauen, wo wir denn hinkommen. Nicht da entlang, wie es ausschaut. Ich wollte doch da entlang. Wir kommen irgendwie jetzt hier hin, wegen dem Wind, ne? Das ist jetzt aber gar nicht schön. Ja, ich habe sie vernommen. Lassen Sie bitte mein Floß. So, dann versuche ich mal mein Glück hier rüber. Oder ich muss es von der Sicht betrachten. Ich muss hier rauf, tatsächlich. Bin total verwirrt. Ich dachte immer, dass das dann oben Norden wäre. Also, dass wir... Wenn wir uns so hinstellen... Das könnte... Oh, die Batterie ist aus. Mhm. Klumpert. Super. Ich stelle sie mal in die Sonne. Vielleicht wird sie ja. So, jetzt fahren wir blind. Schön. Ich werde es in die andere Richtung probieren, weil ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht, was ich hier mache. Ich probiere es jetzt tatsächlich mal in diese Richtung. Halt, stopp, andere Richtung. Das mit dem Wind wäre auch besser. Theoretisch. Sollten wir
uns bewegen. Gut, ich brauche eine Batterie. Kupferbahn, ne? Wie viel habe ich denn gebraucht dafür? Warte mal. Batterie. Einen Baren. Okay, mehr nicht. Kann ich auch schon vergessen, ich habe keinen Schrott. So ein Schrott. Jo, das wird nichts. Das wird nichts mehr mit mir, das ist vorbei. Gut, Scheibe, wirklich. Gut, was könnte ich denn sonst machen? Warten. Warten und paddeln, das könnte ich machen. Scheißlich. Richtig scheißlich, ja. Was soll ich machen? Ich stelle mich mal dahin. Stell mich mal dahin und versuche, durchs Floß zu paddeln. Ein bisschen mitzuhelfen. Immerhin schwimmt schon mal der erste Müll an uns vorbei. Also werden wir wohl hoffentlich sehr bald hier wieder Planken und so bekommen. Ich brauch's nämlich. Ich muss das Floß reparieren. Das schaut schon wieder sehr zerfressen aus. Ja. Und ich brauche Schrott. Also nach Möglichkeit muss ich gleich Ausschau halten. Wenn wir hier... Ein Fass wäre halt super. Wenn hier eins vorbeikäme. Schau, eine Planke. Noch mehr Planken. Wow. Wow, wow, wow. Es wird schon. Sehr gut. Oh mein Gott, da schaut's aus. Ja, wie gesagt, ich brauche den Hammer. Unbedingt mal herstellen. Gott sei Dank habe ich noch Scheren und Schaufel und das Ganze. Wo? Gott sei Dank ist mir... Habe ich das verloren gehabt oder habe ich es inzwischen wieder gebaut? Ich habe es vergessen. Egal. Auf jeden Fall, es geht aufwärts, glaube ich. Langsam. Ah ja. So. Eine Planke. Ich könnte Planken gebrauchen. Da sind viele Fässer. Also eine Chance auf Schrott. Eine Chance auf Schrott. Dab, 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 dab. Hier haben wir noch eine Planke. Dab, 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 dab. Sonst haben wir dabei nichts. Okay. Meine Güte. Wow. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Schnell raus hier. Boah, ein Schweizer Käse ist echt schon nichts mehr. Im Vergleich zu unserem Floß. Ich werde jetzt mal zum Hakenschmeißer. Ich muss schauen, dass ich hier die Fässer kriege. Der dürfte reingehen. Bei dem, da bin ich mir nicht so sicher. Das muss ich mir unbedingt krallen. Weil die Chancen auf Schrott sind dann schon da. So, habe ich das gut gemacht? Ja, tatsächlich. Ich kann es noch. Oh, von wegen. Ah, da hinten wären... Jawohl, Glück gehabt. Da hinten wäre ein Dings gewesen. Da. Ah, scheiß da Hund drauf. So. Hui. Und noch ein Fass. Und dann Steine waren jetzt gerade dabei, ne? Hatten wir jetzt da? Stein. Kein Schrott. Verdammt. Na, du nerv nicht. Ich komme jetzt mal hin zu dir. Was war denn das jetzt für ein Wurf? Ein ganz besonders schlechter. Hui! Und ziehen, 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 ziehen. Ja! Zack. Wieder Stein. Kunststoff, Planken. Verdammt. Naja. Ich muss mein Floß reparieren. Muss ich schon froh sein, dass ich das habe. Wow. Wellengang. Schlimmer Wellengang. So. Also. Einmal. Zweimal. Nochmal. Nochmal, nochmal und nochmal. So, gut. Das Schlimmste habe ich jetzt schon mal wieder repariert. Sehr gut. Da ist noch ein Fassel. Ich hätte vielleicht doch rüber segeln sollen. Ist da vorne eine Insel? Irgendwie schaut das komisch aus. Weil das ist auch ein Hurricane. Schrott, ein Drum. Endlich mal. Ich glaube, das bringt mir nichts. Nochmal. Und? Heureka! Das war zu spät.
Profis am Werk. So, und jetzt aber. Halt, nicht zu schnell. Ach, das war wieder nix. Hey, ich will das haben. Und zwar sofort. Jetzt, geht ja. Nach 20 Versuchen. Ja, Glück gehabt, noch mit Schrott. Fällt nur noch ein... Da hinten ist tatsächlich was. Schau mal, ich muss dahin, sofort. Ah, die Wiese wächst. Habe ich gar nicht mitbekommen. Die Wiese wächst. Gott sei Dank, ich habe wenigstens eine Wiese zusammengebracht. Stimmt, das ist mir geglückt. Schön. So, ich muss darüber. Bin ich richtig? Ich hoffe, ja. So, Battle. Battle, 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 Battle. Das ist eine kleine Insel, ne? Also nicht so ein Riesen-Oschi, wie wir es letztes Mal hatten. Aber ist ja wurscht. Macht ja nichts. Vielleicht... Vielleicht gibt es hier trotzdem Schrott. Schrott. Ja, Schrott auch, aber Schmutz meine ich. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Das schaut schon bald so aus, als wenn ich auf Grund laufen würde, ey. So. Ja, sind wir da. Passt. Anker lichten. Und das Segel fahren wir ein. Nicht, dass es uns zerreißt bei dem Sturm. So. Boah. Ich brauche dringend wieder eine Hängematte, fällt mir auch ein. Weil... Ich bin durstig. Nein. Weil, ja, ja. Das ist halt nicht besonders wasserdicht, ne? So, fertig mit Trinken und mit Sterben. Passt. Stimmt, hier haben wir die Farbe drinnen. Das wollte ich auch noch, wie viele Batterien habe ich? Also, falsches Ding. Das wollte ich noch drüben hin tun. Zu unserem Farbdings. Da. Eins für die Blüten und eines für die Farbe. Irgendwann mal. So. Gut, es stürmt. Wie herrlich. Habe ich eine Kartoffel zufällig bekommen? Na, aber eine Rübe. Bin ich schon zufrieden. Eine Rübe ist sehr gut. Die werde ich auch sofort hier... Warte. Warte. Eine Vogelscheuche zuerst wäre super. Geht die schon? Da fehlt mir ein Nagel. Ach nee, dann muss ich meine Dings opfern. Na, ich passe drauf auf. Ich bleibe hier stehen. Und fast stehen. Ich muss zuerst Wasser holen. Und werde das mit Adleräuglein begutachten. Regnet es eigentlich? Ja. Das ist gut. Werde ich hier stehen? Ja. Bleibe ich stehen und werde eine Möwe, wenn sie kommt, in ihren Hintern stechen. Jawohl. Dann kriegen wir auch gleich Fleisch. Ich sehe sie schon fliegen. Ich rüste gleich mal meinen Speer aus. Wenn sie kommt, pieke ich sie. Piekse ich sie. Jawohl. Sehr gut, dann können wir schon mal wieder Rüben nachzüchten. Ich kann mir nicht erklären, wie mir das passieren konnte. Ja? Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und es kommt jetzt öfters eine Insel mit Schmutz. Und vielleicht auch eine Ziege, weil Wiese haben wir jetzt. Jetzt können wir theoretisch auch eine Ziege adoptieren. Schön. Ich sehe euch zwei Gauner. Ich sehe euch. Aber die kriegt sie nicht. Das ist mein letztes Essen. Die kriegt sie nicht. Ach ja, ich bin ein Trottel. Oben hätte ich sicher noch was gehabt. Da oben bei unserem... Bei unserer Küche, ne? Da müssten doch Kartoffeln drinnen sein. Und ja, ich habe das genau gesehen, dass du dein Essen willst. Verschwinde. Ich schau mal kurz rauf. Ich hoffe, dass die Möwen jetzt nicht genau kommen, wenn ich da oben bin. Aber wahrscheinlich schon. Die warten ja nur drauf. Hier, ich Trottel, ne? Müsste nicht hier irgendwo noch... Hier haben wir Fleisch. Obst. Ja, hier, ich bin einfach nur dumm. Super. Nehmen wir auch gleich mit. Dann kann ich schon wieder anbauen. Juhu, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist noch nicht alles so schlimm. Ah, habe ich ein Glück. So, gut. Das habe ich komplett vergessen eigentlich. So. Und hier noch. Und die zwei Rüben noch. Was genau. Sehr gut. Schau. Dankeschön. Vielen Dank. So. Ja, wenn man Möwen tötet, können keine Eier entstehen. Ja. Aber weißt du, was mir das gerade ist? Richtig. Wurscht. So. So und so. Passt. Und ein Schluckel ist für mich. Ist da schon wieder fertig? Ja, sehr gut. Das mit dem Reiniger geht echt prima. So. Zack, zack, passt.
So, und ein bisschen warten. Wir haben Zeit. Es ist ja finster. Eine Angel habe ich jetzt noch nicht. Fleisch könnte ich raufgehen, braten. Jo, die Kokosnuss werde ich noch verjausnen. Jo. Nom, nom, nom. Apropos Bettchen. Das war hier, glaube ich, ne? Nein, hier, Möbel. Glaube ich. Oder? Na, doch nicht. Wohin fällt denn bitte das Bett? Ich muss... Ach, hier. Andere. Hier, das will ich noch bauen. Feder und Nägel. Später. Das mit der Angel... Ja. Das mit der Angel, wollte ich gerade sagen, kann ich auch noch vergessen. Wichtig ist, dass ich das jetzt mal abernten kann. Ganz schnell. Ja. Theoretisch. Ja, ich müsste schauen, wie viel Schrott hier rausspringt, ne, hier unten. Damit ich beurteilen kann, ob ich mir erlauben dürfte, eine Vogelscheuche zu bauen. Jo. Ah, jetzt ist eh gleich soweit. Jetzt hätte ich auch keine Melone anpflanzen. Ah ja? Wollen Sie was? Ich bin bereit. Du Viech. Werde ich jetzt aber noch nicht killen. Das machen wir ein bisschen später. Außer es wird gerade sich so ergeben. Aber nach Möglichkeit machen wir das später. Kommt, werd's ready. Obwohl ich mich nicht beschweren darf, ne? Also das Gemüse, wir wissen, wir haben hier eine verdammt gute Erde. Ja, verdammt gutes Süßwasser. Auf alle Fälle, weil, warum? So schnell wie hier die Früchte wachsen, also das Gemüse auch und die Wiese, kann das nur guter Boden sein, weil sonst braucht es ja Wochen und Monate, bis hier mal was, also ein bisschen Real Life was wächst. Aber hier geht das zack, zack. Muss man sagen, auch die Bäume, das muss eine Spitzenerde sein hier. Natürlicher Dünger, das muss absolut perfekt sein. So, dann setzen wir da hinten auch gleich die nächsten an. So, genau. Gleich vermehren, was geht. Gluck, 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 gluck. Aber die Vogelscheuche wäre halt schon praktisch. Vor allem, wenn ich jetzt dann rübergehe. Aha. Das blubbert schon so komisch. Ist der Hai da? Der Kerl? Wie schauen wir eigentlich da unten aus? Jo. Wird wohl hoffentlich was für uns rausspringen hier. So, die Kartoffel warte ich jetzt noch ab und hier die zwei Rüben. Dann pflanze ich das nochmal an. Hier. Und bringe das schon mal rauf, wollte ich sagen. Ja, wäre besser. Ich habe fast keinen Platz. Ha? Wollen Sie mich ärgern? So, ich kann aber inzwischen... Ja, war klar. Schau, du Viech. Lästiger Zopfen, echt. Ich glaube, ich sollte mal reparieren anfangen. Da hat er schon irgendwo was angenascht nochmal, ne? Da, das hier. So. Da fehlt auch noch was. Egal. Später. So einigermaßen hält unser Floß ja wieder. So, ist schon zum Ernten? Nein. Das dauert noch 20 Jahre. Vielleicht können wir den Hai noch ein paar Mal pieksen inzwischen. Jetzt müssten die Kartoffeln gleich fertig sein. Hopp, hopp. Ich möchte gerne noch abernten, bevor die Möwen uns wieder alles wegfressen. Ich hätte aber auch schlauer sein können und gar nichts anpflanzen, bevor Ernte. Jawohl. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und gleich nochmal.
gleich nochmal eine nur und so. Aha, wir sind hungrig. Wer hätte das gedacht? So. Das zu dem. Ich muss rauf. Ich muss mir was hinter die Kiemen schmeißen. Ich hoffe, der Fisch ist fertig. Gebraten. Ja, ich habe ein Schwein und ein Glück. Sehr gut. Dann knapper ich den mal weg. Mahlzeit. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So. Und die Rüben. Ja, es war so klar, oder? Alter. Schuh. Boah, noch rechtzeitig, ey. Sie leben noch. Puh. So. Noch schnell Süßwasser holen. Wieder Salzwasser machen. So. Also Salzwasser zu Süßwasser. Destillieren. Zack, zack. Passt, jetzt kann das wieder wachsen. Muss ich das eigentlich auch gießen? Na. Aber ich trinke mal ein bisschen. Dann befülle ich das wieder. So. Passt. So. Hier sehe ich gerade, hier haben wir auch eine Verletzung am Floß. Das geht einmal gar nicht. Boah, eine Halbwechsel noch dazu. So, das sollte dabei reichen. Gut, dann werde ich mich mal, bis die Axt zerbrochen ist, uha, hierhin bemühen. Vielleicht habe ich Glück und ich finde nochmal ein wenig Schmutz. Ich schaue mich hier nochmal kurz um, mal ganz oben anfangen, aber wie es ausschaut, nein. Aber wir haben jetzt eh zum Glück schon wenigstens ein Beet. Das heißt, das nächste Mal könnten wir eventuell schon eine Ziege adoptieren. Also nicht vergessen, nicht umbringen die Viecher. Besser mit einem Eimer rangehen. Ich glaube, die würden nämlich tolle Milch geben. Ja, was ich ja ein bisschen versäumt habe. Tja, den Samen nehmen wir mit. Gut. Die Axt ist noch intakt. Sehr gut. Dann könnte ich noch eventuell den Baum da unten noch fällen. Zumindest beginnen. Ja, beginnen. Mehr geht sich nicht aus. So. Dann wieder zurück zum Floß. Ja. So. Wenn ich jetzt das ernte... Ja, dürfte mal nichts passieren. Zack, 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 zack. Sehr gut. Können wir schon ernten. So. Ich freue mich. So. Wird ja schon. Langsam, aber es wird. Jetzt ist die Frage, wie viel frisst dann so eine Ziege? Ist sie da mit einem, ein Beet für ein Viech, ist das genug oder braucht es mehr? Das weiß ich noch nicht. Muss ich vielleicht die umbauen noch? Vielleicht auch das Floß nochmal etwas größer machen. Vielleicht hier auch noch ein bisschen schmäler. Auf jeden Fall, wenn, würde ich hier gerne einen Unterstand dann machen für die Ziege. Aha, da knabbert jemand unser Floß an. Da komme ich eh zu spät. Ja. Mahlzeit, ich hoffe, es schmeckt. Ja. Also wie gesagt, möchte ich hier gerne ein Stück vielleicht noch raus. Wobei, zahlt sich gar nicht aus. Und hier halt einen Unterstand für die Ziege machen. Also hier vielleicht noch ein Bild zumachen, hier so, dass ihr Bild geschützt hat. Der Tisch kommt dann weg. Auch der Sessel, auch der Reiniger. Das kommt dann alles woanders hin. Gibt es dann eigentlich einen Trog auch zum Bauen? Weil das wäre schon realistisch, dass man einen Futtertrog oder einen Wassertrog braucht. Futter hat es ja eh eigentlich. Und ja. Sehr gut, Balmsamen, die brauche ich eh immer. Gut, Sämlinge sind alle da. Passt, wunderbar. Kann ich schon ernten? Noch nicht, aber gleich. Da hinten? Nein, noch nicht.
Jetzt gibt es hier eine Schere, wird's geben. Kann ich hier das zu Heu machen? Glaube ich nicht, oder? Die Schere ist nur dazu da zum Scheren, oder? Ja, ja, die ist nur zum Scheren da. Jetzt dachte ich schon, ne, wer weiß, vielleicht, eventuell. Da wäre eine Sichel wäre halt nötig, wahrscheinlich, um hier, wenn es wäre, Heu ernten zu können, ne? Jo. Wie schaut's mit dem hier aus? Da brauche ich sehr viel Schrott, verdammt. Dauert halt alles sehr gut. Egal, ich räume jetzt mal... Ja, die Batterie nehme ich auch gleich mit. So, dass hier alles hier ordentlich ist, do. Nee. Hier unten sind die tierischen Produkte. So wäre besser, glaube ich. Jo, den Stein... Ja. Jo, machen wir so. Die leeren Batterien kommen hin, da ich noch nicht weiß, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die wieder aufzuladen. So, zur Sicherheit lasse ich auch die Schere hier und auch die Schaufel, wenn ich wieder sterben sollte. Beschützt ist es, ja. Falls ich wieder sterben sollte. Ja. Dass die Sachen wenigstens bleiben, weil die Herstellung ist doch recht teuer. So, dann hier. Ich hätte Bock auf Hühnchen. So. Hier werden wir auch ein paar. Ich habe keine Planke mehr. Doch, sicher. Hau hin. Planke. Geht doch. Ach so, weiter unten. So, jetzt. Meine Güte. So, die Keule kommt wieder hier hin. So. Meine Schüsseln. Die eine behalte ich jetzt noch. So, Gemüse. Hier werde ich wenigstens eine, zwei... Drei werde ich behalten. Was macht denn hier der Schrott? Ich habe hier noch Sachen. Wieso habe ich das hier oben hingetan? Mein Gott, bin ich blöd. Ach, Gottchen. Ich habe hier Sachen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich bauen? Eine Axt wollte ich mal bauen. Und den Haken. Da fehlt mir jetzt aber noch zwei Schrott. Was wollte ich noch bauen? Warte mal. Was wollte ich denn bauen? Eine Batterie wollte ich auf jeden Fall bauen noch. Was mir jetzt aber ehrlich ist, doch... Ja, kann ich noch warten. Oder soll ich gleich machen? Ach, machen wir es gleich. Dann muss ich kurz runterhüpfen. Und einen Kupferbahn holen. Dann haue ich die Batterie gleich oben rein wieder zum... Dingsbums. Da, ne? So. Bitte. Weil das könnte man schon brauchen. So, gut. Die Blumen oben lasse ich jetzt mal. Früchte habe ich eh, weil Blümchen habe ich genug. Mehr als genug. Dann würde ich sagen, Hai killen. Im Bad ist auch zu Ende. Also Hai killen und dann hier nach Schrott suchen. Jo. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!